taken me over. You have won my heart. Er ist unser Savior King. Er ist unser Retter und er ist unser Erlöser. Und preis dem Herrn von A bis Z. Da fehlt nichts. Deswegen kommen wir heute zur siebten Dispensation. Yay! Ihr habt es geschafft. Ihr seid Absolventen. Ihr bekommt ein Diplom. Ihr habt die sieben Dispensationen geschafft. Preis dem Herrn. Manchmal gehen wir in einer Serie etwas mehr theologisch ein und dann die nächste Serie ist dann wieder mehr praktisch. Okay? Also ich habe schon geplant, im Lauf dann des Aprils, ab Mitte April habe ich geplant, dass wir ein wenig über Beziehungen reden. Okay? Und wir nennen das Relationship Reha. Ja, genau. So nennen wir das. Ab Mitte April. Okay? So nach dem Osterfest. Okay, aber das erst im April. Aber wir wollen unsere Serie heute mit dem siebten Teil komplettieren, okay? Weil diese Serie heißt sieben Dispensationen und wir wollen sie mit dem siebten Teil heute komplett machen. Aber es bleibt ja dann noch die Ewigkeit, okay? Und die Ewigkeit ist eben keine Dispensation, ist kein Zeitalter, sonst wäre es ja nicht ewig. Also werden wir am nächsten Sonntag dann noch über die Ewigkeit sprechen, aber wir komplettieren eigentlich, und das gehört halt eben alles ins selbe Paket mit hinein, wir komplettieren heute mit dem Millennium, mit dem tausendjährigen Reich. Wann hast du das letzte Mal über das tausendjährige Reich gehört? Oder hat jemand schon überhaupt mal gar nie etwas über das gehört? Vielleicht kann beides möglich sein, dass du vor 25 Jahren das letzte Mal von diesem Thema gehört hast oder noch nie in deinem ganzen Leben zu diesem Thema etwas gehört hast. Eigentlich verrückt, weil das muss man ändern. Weil das tausendjährige Reich, das Millennium, die siebte Dispensation, das Alte Testament ist voll davon. Voll davon. Kennst du diese Aussage von den messianischen Juden oder generell auch von den Juden, wenn sie sagen, wir warten auf den Messias? Hast du diese Aussage schon mal gehört? Vielleicht in einer Predigt, vielleicht in einem etwas, was du angeschaut oder angehört hast. Wir warten auf den Messias. Das bedeutet nichts anderes, als sie warten auf das tausendjährige Reich. Das tausendjährige Reich ist und war schon immer tief verwurzelt und verankert im Glauben Israels. Deswegen sind die meisten Bibelstellen über das Millennium, also es ist dasselbe, das Millennium, das nennen wir auch das tausendjährige Reich. Millennium ist etwas kürzer. Ich muss Zeit sparen, eine Abkürzung nehmen. Und das ist aber dasselbe. Oder das messianische Reich, auch das ist ein Synonym. Also Millennium, tausendjähriges Reich, messianisches Reich, okay? Königsreich, Kingdom, das ist alles tausendjähriges Reich. Und das Alte Testament ist voll davon. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Zephania, Psalmen. Das Alte Testament ist voll von diesen Wahrheiten des tausendjährigen Reiches. Und wenn die Juden sagen, wir warten auf den Herrn, auf den Messias, dann warten sie auf diese neue Dispensation. Okay? Also das ist keine Erfindung von uns Christen. Das ist auch keine Erfindung von Darby oder Larkin oder Scofield. Das ist die Erfindung von Jesus. Amen. Preis dem Herrn. Das ist tief verwurzelt und verankert im jüdischen Glauben. Aber wir geben immer jeweils eine Zusammenfassung und die lese ich kurz, weil wir machen ganz am Anfang einen Übergang vom letzten Zeitalter, also in dem, wo wir jetzt eigentlich drin leben. Wir leben im Zeitalter in der Dispensation der Gnade. Amen. Das Neue Testament, wenn du deine Bibel aufschlägst, und du beginnst im Neuen Testament zu lesen, dann ist es grundsätzlich ab Apostelgeschichte ist es in dem Zeitalter, wo wir wohnen. Ausgießung des Heiligen Geistes, Pfingsttag markiert eben
auch dann voll und ganz dieses Zeitalter, in dem wir drin sind. Wir sind seit plus 2000 Jahren im Zeitalter der Gnade. Und deswegen lese ich einfach hier kurz die Zusammenfassung und dann schauen wir uns in einem Moment dann auch unser Übersichtsbild an. Die letzte Haushaltung der Gnade dauert über 2000 Jahre an. Jesus ging vor 2000 Jahren ans Kreuz und so lange dauert dieses Zeitalter an. Es ist noch nicht abgeschlossen. Unter dem heutigen Zeitalter der Gnade ist der Same Abrahams, hörst du das Stichwort? Der Same Abrahams offenbar geworden. Jesus ist der Same, Christus ist der Same. Das Gesetz Mose, das war vor der Gnade, war nie Gottes Hauptplan für die Menschen, sondern es war immer seine Gnade. Gnade war immer Gottes Hauptagenda in allen Zeitaltern. Deshalb wird die Gnade Gottes in jeder Dispensation und in jedem Zeitalter, und wenn wir jetzt sogar zurückgreifen, bis zurück in den Garten Eden zu Adam und Eva, die Gnade wird immer zur Schau gestellt. Die Gnade Gottes ist immer sichtbar, aber der Unterschied, haben wir letztes Mal festgehalten, ist im Neuen Bund, die Dispensation der Gnade mit dem Kommen von Jesus kommt eine völlig neue Form der Gnade, wie sie noch nie da gewesen war. Aber hören wir kurz zu, wie in diesen verschiedenen Zeitaltern noch die Gnade Gottes zur Schau gestellt worden ist. Im ersten Zeitalter der Unschuld ist Gottes zur Schaustellung der Gnade die Verheißung. Der verheißene Erlöser. Die erste Verheißung bereits im Garten. Das ist Gottes zur Schaustellung der Gnade. Im zweiten Zeitalter des Gewissens ist Gottes Darstellung der Gnade in der Person Henoch dargestellt. Und zwar mit seiner Entrückung. Das ist eine zur Schaustellung der Gnade im Zeitalter des Gewissens. Im dritten Zeitalter der Regierung, das ist das Zeitalter von Noah, ist Gottes zur Schaustellung der Gnade die Bewahrung einer Abstammungslinie von Noah bis Abraham. In diesem Stammbaum, in dieser Linie, in dieser Gerechtigkeitslinie wird Gnade zur Schau gestellt. Im Zeitalter der Verheißung, das ist unter Abraham, ist das Wirken der Gnade am Samen Abrahams erkennbar. Auf der Verheißung, welche Christus ist, und natürlich auch Israel. Im Zeitalter des Gesetzes, das ist Mose, wird Gottes Gnade durch das Opfersystem zur Schau gestellt. Die vielen Opfer, die sie bringen konnten, um wieder zurückzukommen unter die Gunst Gottes, ist die zur Schaustellung von seiner Gnade im Gesetz. Im Zeitalter der Gnade ist natürlich Jesus als Person, der offenbarte Same, die zur Schaustellung der Gnade, aber eben auch die Entrückung. Also was passiert zwischen dem jetzigen Zeitalter und dem tausendjährigen Reich? Was passiert, wo ist eigentlich der Schnitt? Was passiert, bevor man dann hinübergeht? Eine Entrückung geschieht. Das heißt, die Gemeinde, alle Gläubigen werden entrückt, von dieser Erde weggenommen. Und dann entsteht eine siebenjährige Zeit für die Welt, man nennt es Drangsalszeit oder Trübsalszeit. Und dann kommt Jesus mit uns zurück. Aber die Entrückung ist eine Zurschaustellung von Gottes Gnade, auch noch in diesem Zeitalter, in dem wir leben. Und im Zeitalter des Millenniums, also des tausendjährigen Reiches, ist der neue Bund als sichtbare Erfüllung von Gottes Gnade die Zurschaustellung der Gnade. Und das ist eigentlich jetzt mein Stichwort. Weil jetzt können wir hinübergehen zum tausendjährigen Reich. Jetzt leben wir noch nicht in diesem tausendjährigen Reich. Aber der Tag wird kommen, wo wir in diesem tausendjährigen Reich leben. Und die wichtigste Frage, die ich dir stellen kann, damit du am einfachsten dir das kommende Zeitalter, von dem die Bibel spricht, vorstellen kannst, ist im Millennium, im tausendjährigen Reich, wird
der Glaube, dein Glaube, sichtbar. Okay? Dein Glaube ist jetzt noch nicht sichtbar. Der Unterschied zwischen jetzt und dem nächsten Zeitalter ist, Glaube wird sichtbar. Faith will become visible. Denn jetzt glauben wir, und das ist in uns drin. Du hast immer noch dieselbe Nase wie vor 30 Jahren. Du hast immer noch dieselben zwei Ohren wie vor deiner Errettung. Aber du hast Glauben und der Glaube ist in deinem Herzen, ist in dir drin. Der Glaube lebst du. Und die Bibel sagt sogar, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Weil Glaube jetzt, der abgekoppelt ist vom Schauen jetzt, wirkt in uns. Aber in der zukünftigen Zeit, im neuen Zeitalter des Millenniums, wird der Glaube sichtbar werden. Und die Menschen, die dann zum Glauben kommen werden, werden glauben, weil der Glaube sichtbar ist. Weil in dieser Zeit des tausendjährigen Reiches wird Jesus auf dieser Erde sein, physisch, als König über die ganze Welt. Regierend aus Jerusalem heraus. Jerusalem wird im tausendjährigen Reich die Hauptstadt sein. Es wird nicht New York sein, nicht Moskau, nicht Berlin, sondern es wird Jerusalem sein. Es wird auch nicht Bubikon sein. Aber es wird Jerusalem sein. Jerusalem wird die Welthauptstadt werden im tausendjährigen Reich. Jesus wird auf seinem Thron sitzen, er wird im Tempel sitzen, er wird von Jerusalem aus regieren und das wird für alle Menschen sichtbar sein. Glaube wurde sichtbar. Verstehst du? Das ist der Unterschied. Also das Millennium, jetzt hör mir gut zu, das Millennium, das tausendjährige Reich, ist kein Utopia. Okay? Millennium ist auch kein Science Fiction. Millennium ist kein Utopia. Das tausendjährige Reich ist ein ganz normales Zeitalter, wie das jetzige oder das, was vorher war, einfach unter anderen Bedingungen. Verstehst du? Die meisten Leute denken, dass im tausendjährigen Reich wir Gläubigen sitzen auf einer Wolke und spielen Harfe. Das ist nicht das Millennium. Du sitzt nicht auf einer Wolke und spielst tausend Jahre Harfe. Oder Gitarre im Fall von Remo. Curly and Rose singing. I love you, Lord. Nein, das ist nicht das Millennium. Wir sitzen auf keiner Wolke, spielen Harfe und Gitarre und singen dazu Savior King. Das tausendjährige Reich ist eine ganz normale Dispensation, wie wir sie heute kennen, mit Bevölkerung auf dieser Erde, die leben, die sich fortpflanzen, auch Menschen, die wieder sterben werden. Du und ich, wir als Braut Christi, wir aus der Gemeinde stellen nicht die Bevölkerung des Millenniums dar. Du und ich sind die Regierenden in dieser Zeit, die Herrschenden unter Jesus. Aber die Bevölkerung im tausendjährigen Reich wird die Bevölkerung sein aus dem Nationengericht von Matthäus 25. Dort, wo die meisten Christen denken, Gott, ich will kein Bock sein. Herr, bitte, bitte, ich will ein Schäfli sein. Bitte, bitte, bitte. Du bist Braut, du gehörst zum Leib, du bist im Leib Christi, you're a believer, du bist ein Gläubiger.
Amen. Du bist Christ von Christus. Du bist kein in dem Sinn Bock oder Schaf in dem Sinn von und aus Matthäus 25. Matthäus 25 spricht nicht von uns Christen. Erinnerst du dich dort, wo Jesus ihnen sagt in Matthäus 25, dass es Schafe und Böcke geben wird? Das ist am Abschluss der Trübsalzeit das Nationengericht. Du und ich sind schon lange nicht mehr auf Erden. Denn wir werden ja vor der Trübsal entrückt. Und glaube nicht an eine Mitteentrückung oder eine Ende-Trübsalsentrückung, weil da hast du einen Haufen lose Enden, die man nicht zusammenführen kann. Die einzig wahre Botschaft ist, die Entrückung geschieht vor der Trübsal. Amen. Und nach der Trübsalzeit gibt es ein Nationengericht, ein Gericht über Heiden. Und dort wird gezeigt, wer für Israel war oder wer gegen Israel war. Es werden dort Schafe stehen, die für Israel waren und die aus ihrem Glauben aus dieser Zeit heraus gehandelt haben. Und es wird Menschen geben, die gegen Israel waren und die aus ihrem Unglauben heraus gehandelt haben. Das sind die Böcke. Aber die Glaubenden, die Israel geholfen haben in der siebenjährigen schwierigen Trübsalzeit, weil Israel wird verfolgt wie kein anderer Staat in den 7 Jahren Trübsal. Jerusalem wird in den 7 Jahren zerstört werden. Die Menschen, die Israel unterstützt haben und geholfen haben, die den Brüdern zu trinken gegeben haben, die den Brüdern zu essen gegeben haben, die sie gekleidet haben, sie gepflegt haben, sie aufgenommen haben, die Nationen, die Heiden in dieser Trübsalzeit, die werden dann nochmals vor Jesus stehen und es wird geschieden zwischen Schafen und Böcken. Die Schafe sind die Gläubigen aus der Trübsalzeit und diese Menschen, und das sind nicht wenige, okay? Also einige Leute sagen, nach der Trübsal sind alle Menschen tot. Nein, das stimmt nicht. Da gibt es einen Haufen Menschen noch, vermutlich mehrere Millionen, die am Leben sind. Und diese werden ins Millennium hineingehen. Und diese Menschen, die Schafe aus Matthäus 25, diese Schafe wird die Bevölkerung im Millennium sein. Nicht du und ich. Weil der Unterschied wird sein, nächste Woche haben wir Ostern. Was wird der Unterschied sein? Der Unterschied wird sein, diese Menschen werden einen normalen Leib haben. Einen natürlichen Leib. Diese Menschen haben keinen Auferstehungsleib wie du und ich. Wenn wir entrückt werden, wird unser Leib verwandelt und wir bekommen einen Auferstehungsleib. Und den werden wir für alle Ewigkeit behalten. Deswegen sind wir nicht die Bevölkerung. Weil wir werden denselben Leib haben wie Jesus. Siehst du, die meisten Leute sehen eigentlich gar nicht so tief in Ostern hinein oder in die Auferstehung hinein. Die meisten Leute denken, Ostern ist das Kreuz, wo Jesus gestorben ist. Ja, aber was geschah die 40 Tage nach Ostern? Denn da hat sich nach den 3 Tagen und 3 Nächten an Ostern, wo Jesus dann ins Totenreich ging und nach 3 Tagen und nach 3 Nächten auferweckt wurde, zeigte er sich für 40 Tage lang ganz vielen Jüngern und Gläubigen. Verstehst du? Und Menschen. Er zeigte sich mit seinem neuen Leib, mit dem sogenannten Auferstehungsleib. Jesus stirbt am Kreuz, ist 3 Tage im Totenreich und dann am 3. Tag aufersteht er. Wie steht er auf? Mit einem neuen Leib. Nicht mit einem alten Leib, sondern mit einem neuen Leib. Und dieser neue Leib, dieser selbe Leib, wie Jesus auferstanden ist, wirst du und ich haben, wenn wir entrückt werden. Deswegen siehst du die 40 Tage gleich nach der Auferstehung. Okay? Also machen wir es ganz einfach, ab Montag. Die 40 Tage ab Montag, 3 Tage nach der Auferstehung, die 40 Tage sind ein Bild des Millenniums. Denn ein auferstandener Leib wandelt mitten unter normalen Leibern. Denn Jesus hat die Jünger wieder gesehen. Er hat sie überrascht. Siehst du, sie sind in einem Raum und ta-ta-da, Jesus steht da. Was? Du bist ja gar nicht zur Tür reingekommen. Ja, brauche ich auch nicht mehr. Hab's bequemer heute. Ich kann von einem Ort zum anderen reisen. At the speed of light.
mit Lichtgeschwindigkeit, von einem Ort zum anderen mit diesem Auferstehungsleib. Deswegen war er plötzlich da und plötzlich war er wieder weg. Okay? Da und wieder weg. Dieser neue Leib, dieser Auferstehungsleib, gibt uns Möglichkeiten wie nie zuvor. Und dieser Auferstehungsleib wandelte 40 Tage lang nach Ostern bis zur Auffahrt. Erinnerst du dich? Bis zur Auffahrt wandelte dieser Leib unter normalen Menschen. Ein Bild des Millenniums. Auferstehungsmenschen leben unter gewöhnlichen Menschen. Siehst du, deswegen geht diese Stelle eben auch zusammen. Kannst du mir Apostelgeschichte 1 geben? Vers 1 bis 3. Deswegen geht diese Stelle hier zusammen. Er sagt, den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren, bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde. Das ist die Auffahrt. Nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte, ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig. Durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Jesus nach seiner Auferstehung wandelte mit diesem neuen Leib 40 Tage unter den normalen Menschen, unter den Jüngern. Und er redete mit ihnen und er lehrte sie 40 Tage. Und dann kannst du mir 6 bis 7 geben. Die Jünger reagieren auf diese 40 Tage mit dem. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Millennium. Sie sehen Jesus als den Auferstandenen mit einem übernatürlichen Leib und sie fragen ihn, Jesus, kommt jetzt das tausendjährige Reich? Denn das ist dasselbe, die Königsherrschaft, das messianische Reich ist das Millennium. Kommt jetzt das tausendjährige Reich? Er aber sprach, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen. Siehst du das Bild hier? Die 40 Tage zeigt uns auf, nach Ostern, wie das tausendjährige Reich aussehen wird. Mit dem Unterschied, nicht nur Jesus wird diesen Leib haben, sondern du und ich. Die Gemeinde. Wow. So wird die Zukunft aussehen. Die Zukunft wird aussehen, dass du und ich einen Auferstehungsleib haben, der nicht mehr sterben kann, der nicht mehr krank wird, der nicht angefochten ist, der sich auch nicht fortpflanzt oder vermehrt, okay? Der übernatürlich ist, der an einem Ort und im nächsten Moment an einem anderen Ort sein kann. Dieser Leib hat die Fähigkeit, zwischen Himmel und Erde zu reisen. Denn Jesus ist ja auferstanden. Jesus ging ja auch in den Himmel ein und brachte sein Blut dar vor dem Thron Gottes. Okay? Und kam wieder auf die Erde. Dieser Leib ist gemacht für Reisen. Traveling. Okay? Na, weswegen klingt das für uns wie Science Fiction? Es gibt nur einen einzigen Grund. Das tönt für uns wie Science Fiction, weil du und ich nichts anderes kennen. Aber jetzt stell dir vor, im Millennium werden Menschen geboren, Kinder werden geboren durch diese Bevölkerung, die aus dem Nationengericht ins tausendjährige Reich eingeht, werden Kinder geboren. Und die werden nichts anderes kennen. Weißt du, für uns klingt das wie Science Fiction, weil wir nichts anderes kennen. Aber wenn wir schon darin leben würden, darin geboren wären, wäre es für uns das Normalste. Nehmen wir 200 Jahre zurück. 200 Jahre zurück. Nimm deinen Urgroßvater oder Ururgroßvater. Und nimm ihn und setze ihn in einem Moment ins Jahr 2018. Hätte der jemals ein Auto gesehen? No.
Hätte er jemals ein Flugzeug am Himmel gesehen? No. Er kannte vor 200 Jahren nichts anderes als Pferd und Kutsche. Und wenn du ihm erklären würdest, vor 200 Jahren eine Zeit wird kommen, wo die Menschheit so weit fortgeschritten ist in der Wissenschaft, dass sie fliegen werden in der Luft mit Geräten aus Aluminium und Stahl, dann würde er dich anschauen und sagen, Science Fiction. Oder wenn du ihm sagen würdest, deinem Urgroßvater vor 200 Jahren, wenn du ihm sagen würdest, da wird eines Tages wird eine Zeit geben, da wird jeder ein Fahrzeug haben. Oh, schön, hat jeder eine Kutsche. Nein. Ein Auto. Ein Fahrzeug. Mit Motor. Motoren stehen in der Industrie. Denn das war die Zeit der Industrialisierung. Nein, kleine Motoren. Otto-Motoren. Was? Jeder wird eine Fabrik zu Hause haben? Nein, ein Auto, Großvater, Urgroßvater, ein Auto. Science Fiction. Verstehst du? Verstehst du? Für uns ist heute das Millennium Science Fiction, weil wir es nicht kennen. Aber für all die Kinder, die im Millennium geboren werden, werden so aufwachsen mit Jesus in Jerusalem. Da wird es einen Haufen Menschen geben, die so wie Iron Man. Ähnlich, nicht ganz so gleich. So weißt du, mit den Händen landest du. All die Kids, die im tausendjährigen Reich leben, für die ist das Normalste, dass du und ich einen übernatürlichen, reisenden Leib besitzen werden. Die wachsen nichts anderes auf, die sehen nichts anderes. Für uns ist es Utopia, genauso wie für deinen Urgroßvater vor 200 Jahren Flugzeuge, Fahrzeuge, Autos Utopia waren. Ist für uns für heute das Millennium Utopia, aber nicht für die Generation, die darin leben. Das Millennium ist ein ganz normales Zeitalter mit anderen Verhältnissen. Jesus regiert, der Glaube wird sichtbar. Halleluja! Glaube wird sichtbar und sie werden sehen, wie Jesus im tausendjährigen Reich regiert. Aber sie müssen ihn eben auch als König annehmen. Im tausendjährigen Reich müssen die Menschen, die dort leben, müssen Jesus als König annehmen, um gerettet zu werden. Die meisten Leute denken, das tausendjährige Reich, alle sind gerettet. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Im tausendjährigen Reich müssen die Menschen und die Bevölkerung und die sich dann auch vermehren. Siehst du, tausend Jahre ist viel, um sich zu vermehren. Die Erde wird wieder besiedelt sein, mehr als heute. Weil sie sich vermehren und diese Bevölkerung vermehrt sich. Ein Haufen werden übrig bleiben, die Schafe, und die vermehren sich dann im tausendjährigen Reich. Und wir sind die Regenten. Wir herrschen mit Jesus. Aber wir herrschen mit der Güte, Weisheit, Gnade und Barmherzigkeit von Jesus. Amen. Wir sind keine Diktatoren im tausendjährigen Reich. Meine Lieben, auch wenn du zurzeit Herausforderungen hast in deinem Leben, zu wissen, was auf dich zukommt, ist ein starker Trost. Das boostet deinen Glauben wie nichts anderes. Halleluja. Gib uns doch schnell die Übersicht, das große Bild, damit wir einfach die Übersicht noch gesehen haben vom Millennium. Weil diese Übersicht geben wir jedes Mal. Okay? Er sagt, oder wir sagen hier, im Millennium ist die Hauptperson Jesus. Wer war die Hauptperson unter dem Zeitalter der Gnade? Paulus, ganz genau. In diesem Zeitalter ist es Jesus. Wann ist die Zeitdauer in diesem Zeitalter? Wenn Jesus wiederkommt, bis zum ewigen Gericht. Das sind 1000 Jahre. Und die Spanne ist von Offenbarung 20, Vers 1 bis 15. Also 1000 Jahre sind dort eigentlich in 10, 15 Versen mit drin. Okay? Also wahrscheinlich eine der kondensiertesten Passagen in der Bibel, wo so viel Zeit in eine Passage hinein
gepackt wurde. Jetzt nochmals, im Neuen Testament sehen wir eigentlich nur in Offenbarung 20, in den ersten 10, die nächsten 5, also 15 Verse kann man auch noch dazu eigentlich nehmen, in den ersten 10 bis 15 Versen sehen wir im Neuen Testament eigentlich nur das Millennium so zusammengefasst. Und dann noch ein paar anderen einzelnen Stellen im Neuen Testament. Aber die meisten Bibelstellen über das Millennium sind im Alten Testament. Große Passagen. Zum Beispiel Ezekiel 40, 41, 42. Kapitel von Ezekiel, 43, 44. Kapitel, alles Millennium, kapitelweise Millennium. Jesaja 65, alles Millennium. Okay? Also ganze Kapitel, ganze riesige Abschnitte, tausendjähriges Reich. Das ist keine Erfindung von uns Christen. Das Millennium ist ganz klar im Alten wie auch im Neuen vertreten. Dauer ist klar, 1000 Jahre. Was ist für ein Bund? Das ist der neue Bund, immer noch. Und zwar die sichtbare Erfüllung des neuen Bundes. Das Millennium ist der neue Bund. Der neue Bund ist die Basis von allem. Für diese Dispensation und für die nächste. Halleluja. Es ist die sichtbare Erfüllung. Die Hauptperson ist Jesus, der König. Und die Bedingung im Millennium, gibt es eine Bedingung, ist den König als Herrn annehmen. Menschen werden, alle Menschen auf Erden werden sehen, Jesus regiert aus Jerusalem. Okay? Er ist der Weltenpräsident, sozusagen der Weltenkönig. Okay? Wir könnten jetzt ein paar Namen nennen von ein paar Präsidenten. Ost und West, würdest du sofort kennen? Und so wie wir alle diese Personen heute kennen, werden alle Jesus als König kennen. Okay? Aber sie müssen ihn als Erlöser annehmen. Ihn als König zu kennen ist eins, aber im Millennium ist die Bedingung, dass sie ihn als König empfangen und als Erlöser annehmen. So wie heute. Wir sind immer noch unter demselben Bund. Wir sind immer noch unter dem neuen Bund. Hörst du mir zu? Was ist die Bedingung des neuen Bundes? Empfange Jesus, werde gerettet. So ist im Millennium dieselbe Bedingung, weil wir immer noch im selben neuen Bund sind. Der Unterschied einfach ist, Glaube ist sichtbar. Und deswegen auch Sie, Jesus als Herrn annehmen. Nicht nur ihn als König kennen, sondern ihn als König annehmen. Als erlösender König empfangen. Und das Evangelium ist seine Herrschaft. Seine Herrschaft im Millennium ist das Evangelium. Das Versagen in dieser Dispensation, es gibt auch ein Versagen in dieser Dispensation, ist ungehorsam gegenüber dem König. Oder eben ihn am Abschluss des tausendjährigen Reiches nicht annehmen. Das Gericht ist der Feuersee und das Endgericht. Und das Opfer ist das Lamm Gottes. Und auch Erstlingsgaben, die gebracht werden in den Tempel in Jerusalem. Aber das Lamm Gottes vor allem ist das Opfer, das Lamm Gottes, das regiert. Halleluja. Siehst du, das Versagen besteht darin, dass es Menschen geben wird, lass es mich so formulieren, zu Beginn des tausendjährigen Reiches werden alle Schafe, die dort hineinkommen, gläubig sein. Sie werden alle Jesus als Herrn und Erlöser angenommen haben. Aber mit der Zeit werden ihnen Kinder geboren, neue Generationen und neue Generationen und neue Generationen. Und deswegen kann auch wieder Sünde entstehen im Millennium. Weil am Schluss des tausendjährigen Reiches werden sich nochmals Menschen auflehnen gegen Jesus. Verstehe, dass der Satan für 1000 Jahre gebunden ist. Der Satan kann also nicht verführen in dieser Zeit. Aber gegen Ende der Zeit wird er gelöst und er wird Menschen, Massen verführen, die nochmals Jesus stürzen wollen. Das wird natürlich fehlschlagen. Aber im Millennium wird es auch Sünder geben. Hörst du mir zu? Nicht am Anfang, aber mit der Zeit.
Und jetzt stell dir vor, die Kinder und die Generation, die dort hineingeboren werden, für die ist das ganz normal. Sagen wir, die fünfte Generation, die im Millennium aufwächst. Die wächst auf, Jesus ist der König, Jerusalem ist die Hauptstadt, alle sind untergeordnet, da fliegen die Gläubigen hin und her. Einfach ausgedrückt. Okay? Das ist ganz normal. Und auch sie müssen zum Punkt kommen, um zu sagen, Glaube ist sichtbar, diesen Jesus will ich zu meinem Erlöser haben. Aber weil es so normal wird mit den Generationen, werden nicht alle diese Entscheidung machen. Das Millennium ist dasselbe wie jetzt. Einfach das sichtbare Reich. Machen heute alle eine Entscheidung? Nein. Du sagst, ja, aber eben, Jesus ist nicht sichtbar. Ja, aber im Millennium, wenn er sichtbar ist und die Generation, die dort hineingeboren werden, die kennen ja nichts anderes. Für sie wird das normal, normaler, normaler, am normalsten. Leider. Okay? Weil 1000 Jahre sind eine lange Zeit. Sind eine lange Zeit. Also ist das Versagen der Ungehorsam, Jesus nicht eben zu empfangen. Da es ja derselbe Bund ist wie der heutige, jetzige Bund, herrschen die gleichen Bedingungen. Die Bedingung ist Faith. Glauben. Aber im Millennium wird dem Menschen der Glaube so einfach gemacht, wie in keinem anderen Zeitalter. Weil er ja schauen kann. Er sieht ja. Deswegen gibt es keine Entschuldigung. Weißt du, was du und ich mit all deinen Herausforderungen, die du hast heute, du wirst so viele Privilegien in alle Ewigkeit haben, wie viele Menschen sie nicht haben werden. Weil du glaubst jetzt, vor allem, weil du nicht siehst. Gott wird das belohnen in der Zukunft, wie niemandem anderen. Du bekommst größere Belohnung als die Alttestament-Heiligen. Du wirst 7 Jahre lang früher einen Auferstehungsleib haben, als die Gläubigen aus dem Alten Testament. Weil die bekommen den Auferstehungsleib erst, wenn Jesus wiederkommt, nach Abschluss der 7 Jahre Trübsal. Wir bekommen den Auferstehungsleib bei der Entrückung. 7 Jahre früher. Du bekommst Belohnung vom Herrn. Du wirst entlöhnt, belohnt vom Herrn. Das Privileg, was die Alttestament-Heiligen wie Abraham, Mose etc. besitzen und erhalten ist, sie sind endlich im verheißenen Land. Die Alttestament-Heiligen genießen einfach nur das verheißene Land. Deswegen gibt es einen Land Covenant, ein Landbündnis auch in der Bibel. Sie genießen einfach das Land. Aber du und ich, wir genießen Belohnung. Wir genießen Braut und dann mit Jesus vermählt zu werden im Himmel. Wir genießen eine Hochzeit. Die Alttestament-Heiligen genießen keine Hochzeit. Nur du und ich. Wir genießen einen Auferstehungsleib viel früher. Halleluja. So viele Privilegien, so viel Entschädigung für das jetzige Leben wird auf dich zukommen, dass all die Challenges, die du jetzt hast, die sind nichts gegen das, was kommen wird. Wow. Er verteilt Kronen. Amen. Er verteilt Belohnung. Wow. Halleluja. So viel Großartiges wird auf uns zukommen. Und so viel mehr Privilegien gegenüber anderen. Halleluja. Preis dem Herrn. Das Millennium zeichnet sich also so aus, wie wir es hier sehen. Glaube wird sichtbar und Glaube ist der entscheidende Faktor. Okay? Glaube wird sichtbar und Glaube ist der entscheidende Faktor. Wenn wir das jetzt wissen, dann wollen wir einige Bibelstellen anschauen, die uns das Millennium beschreiben. Wir können nicht alle anschauen, aber ich möchte, dass du einige siehst, die das Millennium beschreiben. Kannst du mir die erste geben? Jeremia 30 und Vers 9. Die beschreiben das Millennium. Sondern sie werden dem Herrn, ihrem Gott, dienen und ihrem König David, den ich ihnen erwecken will. David wird im Millennium auferweckt werden als Person. Der König David von Israel, wird die Nummer 2 sein im Millennium. Er wird als König auferweckt,
weil die Bibel verheißt ihm ein ewiges Königstum. Und er wird unter Jesus mitregieren. Okay? Also David wird wieder in leiblicher Gestalt da sein. Dieser große König, stell dir vor. Kannst mit ihm reden gehen? Okay? Die nächste Stelle, kannst du mir einfach diese Stellen nach der Reihenfolge einfach geben? Die nächste Stelle finden wir in Jesaja 2, Vers 4, wo das Millennium beschrieben wird. Und er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen. Siehst du, im Millennium gibt es Völker. So dass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben. Kein Krieg mehr im Millennium. Und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. No more war. Kein Krieg mehr zwischen den Völkern. Kein Konflikt mehr zwischen den Völkern und Staaten. All das Geld des Verteidigungsbudgets, des Verteidigungsetats, das ausgegeben wird, all die Milliarden fließen in den Wohlstand der Nationen im Millennium. Halleluja. Die Billionen, die die Armeen ausgeben, fließen in den Wohlstand der Menschen. Es wird kein Krieg mehr herrschen. Es wird sogar so weit kommen, dass die Generationen werden verlernen, wie Krieg geht. Deswegen nennt sich das Millennium Friedensreich. Weil völliger Friede herrschen wird. Es ist das Zeitalter des Friedens und des Wohlstands. Es wird keine armen Menschen mehr geben. Es wird soziale Ausgeglichenheit und Gerechtigkeit gegeben, weil all die Billions, Billions und Billions und Trillions fließen zu den Menschen. Halleluja. Amen. Dich und mich betrifft das nicht. Wir haben auch Auferstehungsleiber. Gegen uns kann man sowieso nicht mehr Krieg führen. Wenn jemand eine Kugel auf dich abfeuert, geht sie mitten durch dich hindurch. Oder du bist vorher weg. Zuck. Aber nochmals, es wird ja keine Schwerter, keine Waffen mehr geben. Okay? Und Flaschen auch nicht. Doch, Flaschen schon, aber nicht für uns. Amen. Okay, also eine Zeit des Friedens und des Wohlstands. Kannst du mir die nächste Stelle geben? Jesaja 11, Vers 6 bis 8. Da wird der Wolf bei dem Lämmlein wohnen und der Leopard sich bei den Böcklein niederlegen. Das Kalb, der junge Löwe und das Mastvieh werden beieinander sein. Und ein kleiner Knabe wird sie treiben. Die Kuh und die Bärin werden miteinander weiden und ihre Jungen zusammenlagern. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Friede im Tierreich. Das ist das Millennium. Und die Kinder, die geboren werden durch die Völker, die spielen nicht mehr mit Teddys. Die spielen nicht mehr mit Teddybären. Die spielen mit den echten Bären. Haha. Amen. Das ist cool. Das ist cool. Friede wird sich ausweiten bis ins Tierreich. Halleluja. Preis dem Herrn. Nächster Vers. Haben wir noch eine Stelle? Oh ja, wir haben noch eine Stelle gehabt, gell? Gib mir nochmals. Vers 8. Oh ja, hier. Der Säugling wird spielen am Schlupfloch der Natter. Und der Entwöhnte, das sind alles Babys, he? Seine Hand nach der Höhle der Otter ausstrecken. Da wird es kein Tod mehr geben durch Tiere. Nächster Vers. Jesaja 65, 20 bis 25. Es soll dann nicht mehr Kinder geben, die nur ein paar Tage leben, noch Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern wer hundertjährig stirbt, wird noch als junger Mann gelten. Und wer nur 100 Jahre alt wird,
soll als ein vom Fluch getroffener Sünder gelten. Also du siehst, im Millennium gibt es Sünder. Und diejenigen, die mit 100 sterben, sind diejenigen, die Jesus ablehnen. Aber diejenigen, die Jesus annehmen, 100 Jahre ist gar nichts. Hör mir gut zu, das gilt ja gar nicht für dich. Denn du stirbst ja sowieso nicht mehr. Du hast einen Auferstehungsleib. Du wirst immer, und jetzt schnall dich an, du wirst immer dasselbe Alter haben mit dem auferstandenen Leib. Frage, was für ein Alter wird das sein? Haben Sie Jesus gekannt, als er auferstanden ist und 40 Tage mit Ihnen wandelt? Haben Sie Jesus gekannt? Hatte er den Auferstehungsleib? Ja. Wie alt war er? 33. Wie alt wirst du sein? Yes. Wow. Alle werden schön und jung sein. 33 Jahre alt. Amen. Preis dem Herrn. Alle werden 33 sein, wie Jesus. Er hatte dieses Alter mit dem Auferstehung, weil sie haben ihn so gekannt. Okay? Nicht gleich zu Anfang an, aber sie haben ihn gekannt. Da sahen sie keinen alten, griesgrämigen Auferstandenen. Also wenn Menschen 100-jährig sterben, weil sie den Herrn nicht annehmen werden, und nochmals, das ist die Bevölkerung, das sind nicht wir, okay, dann werden sie als junge Verstorbene gelten. Sie werden auch Häuser bauen und sie bewohnen. Siehst du, es wird alles weitergehen wie jetzt. Sie werden Weinberge pflanzen und deren Früchte genießen. Es wird alles weitergehen wie jetzt. Sie werden sich vermehren, sie werden nicht bauen, damit es ein anderer bewohnt. Okay? Also da kommt nicht der Staat dann irgendwann und sagt, ah ja, jetzt ist es am Staat. Okay? Kommunismus. Gehört alles im Staat. Und nicht pflanzen, damit es ein anderer ist. Denn gleich dem Alter der Bäume wird das Alter meines Volkes sein. Und was ihre Hände erarbeitet haben, werden meine Auserwählten auch verbrauchen. Menschen werden bauen. Sie werden sich nicht vergeblich mühen und nicht Kinder für einen jähen Tod zeugen. Denn sie sind der Same der Gesegneten des Herrn und ihre Sprösslinge mit ihnen. Und es wird geschehen, ehe sie rufen, will ich ihnen antworten. Menschen, die beten im tausendjährigen Reich, werden in dem Moment, wo sie gebetet haben, ihre Gebete beantwortet haben. Du sagst, warum lebe ich nicht erst dann? Weil das all dich nicht mehr betrifft. Weil du nicht mehr zu beten brauchst für dich. Weil du keine Nöte mehr hast. Mit dem auferstandenen Leib hast du keine Nöte mehr. Aber die Menschen im Millennium können Nöte, Anliegen vor den Herrn bringen. Amen. In Tat und Wahrheit, das ist eine unserer Aufgaben als Priester und Könige. Wir werden für solche Menschen auch einstehen und Fürbitte tun. Aber wir haben keine Nöte mehr. Okay? Also ehe sie rufen, will ich ihnen antworten. Während sie noch reden, will ich sie erhören. Wolf und Lamm werden einträchtig weiden und der Löwe wird Stroh fressen, wie das Rind. Und die Schlange wird sich von Staub nähren. Sie werden nicht Schaden noch Verderben anrichten. Auf meinem heiligen, ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Es wird in Jerusalem wird es einen großen heiligen Berg geben, in Israel. Der ist riesig. Es wird der größte Berg der Erde werden. Der größte. Größer als alle jetzt schon bekannten Berge. Riesiger Berg, der in ein heiliger Berg, der in Israel entstehen wird. Auch das gehört zum Millennium. Es wird geografische Veränderungen geben. Das Millennium bringt massivste, absolut massivste geografische Veränderungen mit sich. Die Welt wird anders aussehen, vor allem der Mittlere Osten. Okay? Nächster Vers. Dann aber will ich den Völkern, siehst du, es wird immer von Völkern geredet. Du und ich gehören nicht zu den Völkern. Wir sind die Braut. Amen. Wenn die Bibel von den Völkern redet, redet die Bibel nicht von der Gemeinde. Wir sind die Braut des Lammes. Die Völker sind die Menschen, die im Millennium leben. Dann aber will ich den Völkern andere reine Lippen geben, dass sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einträchtig dienen.
Im Millennium wird es eine einheitliche Sprache geben. Das, was du und ich jetzt kennen, Zungen, werden auch die Völker auf irgendeine Art und Weise haben im Millennium. Erinnerst du dich, wie in der Dispensation, die wir angeschaut haben, wie durch den Turmbau zu Babel das Gericht war, Sprachenverwirrung? Das war unter dem Zeitalter der Regierung, unter Noah, Nimrod, Babel, Turm, Gericht war über dieses Zeitalter, Sprachenverwirrung. Im tausendjährigen Reich gibt es wieder eine Sprache. Halleluja. Ezekiel 44, Vers 30. Das Beste von den Erstlingsfrüchten aller Art und allen Abgaben jeder Art und von allen euren Hebopfern sollen den Priestern gehören. Auch die Erstlinge eures Mehls sollt ihr dem Priester geben, damit der Segen auf deinem Hause ruhe. Das sind Heidenvölker, die werden Erstlinge, Gaben nach Jerusalem bringen. Das ist nicht ein Zurück ins Gesetz Mose, sondern das dient als Erinnerung, was Christus getan hat. Und dass er die große Gabe ist. Aber auch im tausendjährigen Reich werden Zehnte und Erstlinge gegeben. Das ist etwas, das nie aufhört. Okay? Warum sollte es jetzt aufhören? Und dann Offenbarung 20, Vers 7 bis 8. Offenbarung 20, Vers 7 bis 8. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Und er wird ausgehen und die Heidenvölker verführen. Nicht alle, aber da wird er einige verführen können oder viele, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Also es werden nicht wenige sein, es werden viele sein, aber es werden nicht alle sein. Aber es werden die Generationen sein, die gegen Schluss des Millenniums leben vor allem. Eben, diese Entwicklung wird stattfinden. Okay? Und jetzt ist natürlich immer wieder die Frage, was tun wir denn da? Wir tun grundsätzlich, zusammengefasst, in einer einfachen Art und Weise übermittelt, drei Dinge. Du und ich tun drei Dinge. Wir haben es gehört vorher, wo Patricia, beide heißen Patricia. Genau, schon fast wie im tausendjährigen Reich mit euch, Patricia und Patricia. Wir haben gehört, eigentlich haben sie Offenbarung 5, Vers 10 gelesen. Kannst du mir das kurz einblenden? Ist nicht auf der Liste. Das hat sie am Schluss gelesen. Das ist das, was wir machen. Und du hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen. Auf Erden. Das ist das Millennium. Okay? Das ist das tausendjährige Reich. Er hat uns zu Priestern und Königen gemacht. Und wir werden also gemäß Priester und Könige Aufgaben und Herrschaft und Regentschaft unter Jesus auf Erden als Gläubige ausführen. Und weil wir zu Priestern und Königen gemacht wurden, können wir eigentlich drei Dinge zusammenfassen. Wir werden Verwalter sein. Okay? Wir werden Verwalter sein. Deswegen auch das Gleichnis des Verwalters, des untreuen Verwalters. Wir werden treue Verwalter sein. Wir werden Verwalter sein über Städte, über Länder und über Nationen. Halleluja. Und Hawaii ist schon reserviert für mich. Das ist nicht für Mario. Okay. Bora Bora ist auch noch eine schöne Insel. Nein, ich glaube, ich bleib im Bubikon. Ja. Okay, also wir werden Verwalter sein über Städte und Nationen. Wir werden aber auch Richter sein. Okay? Weil das gehört zu den Aufgaben von Königen und Priestern. Wir werden Richter sein. Wir werden auch Engel richten. Okay? Und wir werden die Angelegenheiten der Nationen richten. Also du hast eine schöne Zukunft. Angesehene Stellung. Gut bezahlt. Ja. Richter und Verwalter. Und drittens, wir werden, I love it, geistliche Lehrer und Unterweiser sein. Wir werden geistliche Lehrer und Unterweiser sein. Wir werden auch Priester sein. Denn weißt du, die Menschen im Millennium müssen auch das Evangelium hören. Vor allem die fortgeschrittenen Generationen. Wir werden Lehrer sein. Preachers, Teachers.
Und du sagst, aber das ist nicht meine Gabe. Das wird sie. Mach dir keine Sorgen. Du wirst Menschen die frohe Botschaft bringen im Millennium. Du wirst ihre, wenn sie Geschäfte haben, wenn sie Sachen haben, wo sie nicht weiter wissen, du wirst darüber richten, befinden, verwalten, wirst klären für sie, weil du die Weisheit Christi hast. Amen. Über Länder, Städte, Nationen etc. Aber wir werden eben auch Unterweiser sein. Halleluja. Halleluja. Und zum Schluss möchte ich dir zwei Hauptgründe für das tausendjährige Reich nennen. Zwei Hauptgründe. Warum kommt denn das? Ich meine, warum schließen wir nicht einfach das Zeitalter der Gnade ab und wir gehen in die Ewigkeit? Wir haben keine Sorgen mehr. Über die Ewigkeit sprechen wir nächstes Mal. Aber warum gehen wir nicht einfach rüber? Es gibt zwei Hauptgründe für das Millennium. Der erste Hauptgrund ist Jesaja 40, Vers 10. Das ist der erste Hauptgrund. Siehe, Gott der Herr kommt mit Macht und sein Arm wird herrschen für ihn. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Der ihm hier ist Jesus. Jetzt hör mir gut zu. Das Millennium, das tausendjährige Reich, ist die Entschädigung und Belohnung für unseren Herrn Jesus Christus, der bei seinem ersten Kommen so sehr gedemütigt wurde und abgelehnt wurde, dass Gott ihm mit der Regentschaft im tausendjährigen Reich entschädigt. Amen. Das ist der erste Grund. Das ist der erste Grund. Sein Lohn ist bei ihm. Und was er erworben hat, geht vor ihm her. Wow. Gott vergisst seinen Sohn nicht. Warum sollte er uns vergessen? Amen. Der Vater vergisst seinen Sohn nicht. Warum denkst du, hat er dich vergessen? No way. Und es ist die Belohnung für unseren Herrn, die Königsherrschaft in Empfang zu nehmen für 1000 Jahre. Denn verstehe, als er das erste Mal kam und abgelehnt wurde, wurde er so sehr gedemütigt, so sehr verletzt, dass das sein Lohn ist. Denn beim zweiten Mal wird er empfangen werden. Amen. Beim zweiten Mal wird er herzlich willkommen geheißen werden, weil Israel wird nach ihm schreien. Am Ende der siebenjährigen Trübsal wird so viel Zerstörung, so viel Tod und Fluch da sein, dass Israel wird nach ihm bitten. Sie werden nach ihm rufen, gemäß den Psalmen, die uns verheißen sind. Und dann kommt er, dann wird er nicht abgelehnt. Aber das erste Mal wurde er so sehr gedemütigt. All die Zeit um Ostern herum, bis zum Kreuz, ist eine Demütigung nach der anderen. Das Schlagen, das Geißeln, das Misshandeln, die Dornenkrone, das Bluten, das Verlassensein, das Sterben am Kreuz, eine Demütigung nach der anderen, das ist seine Belohnung. Amen. So, das ist der Hauptgrund, das ist der erste Grund. It's always all about Jesus. Amen. Und der zweite Grund für das Millennium bist du und ich. Amen. Epheser 2, Vers 7. Damit das Millennium, das tausendjährige Reich ist, kommt und ist da, damit er in den kommenden, siehst du, kommenden Weltzeiten, das ist die nächste Dispensation, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweisen wird in Christus Jesus. Das tausendjährige Reich ist Gottes Demonstration der überschwänglichen Gnade. Das tausendjährige Reich bedeutet für dich und mich, Grace becomes visible. Gnade wird sichtbar. Halleluja.
Jetzt reden wir von Gnade. Jetzt predigen wir Gnade. Jetzt ermutigen wir dich in Gnade. Jetzt hören wir Gnade. Aber das tausendjährige Reich ist Gnade sichtbar für alle. Und das tausendjährige Reich ist nicht nur einfach ein wenig Gnade mehr, sondern überschwänglich, überströmend, überfließend, more than enough, too much. Boot sinkend, Netz zerreißend, Jünger untergehend, too much Fische. Das Millennium ist überschwänglich. Überschwänglich an was? An Grace. Halleluja. Es ist deine und meine Belohnung für die Demütigungen, die wir jetzt erfahren. Halleluja. Jesus geht uns in allem vor und er ist in allem der Erste. Amen. Für die Demütigungen und die Niederlagen, die du jetzt erfährst, ist das Kommende deine Belohnung. Unser aller Lohn ist Jesus, der uns vorhergeht. Amen. Halleluja. Ist das nicht fantastisch? Preis dem Herrn. Jetzt hör mir gut zu. Was ich noch am Schluss tun will, ist, weil wir sind zwischen dem Zeitalter der Gnade und des Millenniums, am Ende des Zeitalters der Gnade, wir sind an der Schwelle, dass Jesus bald wiederkommt. Das heißt, wir stehen auf der Zeituhr Gottes irgendwo prophetisch. Okay? Wir stehen auf der Zeituhr Gottes am Ende der Dispensation der Gnade, des Gemeindezeitalters, das ist dasselbe, stehen wir an einem Punkt prophetisch. Bevor Jesus wiederkommt, wir zuerst entrückt werden und Jesus wiederkommt und dann das tausendjährige Reich kommt. Und die Frage ist, wo stehen wir prophetisch? Und was ich tun werde ist, nächsten Sonntag geht es um die Ewigkeit. Wir können das nicht achte Dispensation nennen, weil es ja keine ist, sondern es ist die Ewigkeit. Aber am 8. April, also in 2 Wochen, schließe ich diese ganze Serie ab. Und zwar mit einer Message, mit einer Predigt, wo wir prophetisch jetzt stehen. Und Sie haben für diese Message am 8. April, haben Sie uns ein kleines Video gemacht. Und ich möchte, dass wir uns das kurz zusammen ansehen, das was in 2 Wochen ist. Wo stehen wir prophetisch? Als Abschluss dieser Serie, 7 Dispensationen, werden wir am Sonntag, am 8.4. diese Frage beantworten. Wenn wir stehen im 3. Tag und in der 11. Stunde, dort stehen wir prophetisch. Und was das bedeutet, mit dem schließen wir diese Serie ab. Amen. Praise the Lord. All das ist entstanden, wird kommen, weil Jesus am Kreuz war. Amen. Diese große Demütigung, die größte Demütigung aller Zeiten, wird zum größten Segen aller Zeiten führen. You have won my heart.